In-game. Ich habe da in-game mal ein Haus gekauft. Ich glaube, das verbrannte Haus war das, so ein verbranntes Haus, und Sven wollte zu einem sowas dann schaffen. Zu einem wundervollen pinken Barbie-Haus gestalten. Einfach mal. Ich meine, der Release ist schon paar Monate her, paar Wochen wahrscheinlich, ja, Monate nicht. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen. Ich hatte Bock drauf. Ich glaube, House Flipper selbst, der Twitter-Account, sorry, der X-Account von House Flipper, hat mir. Der hat auf Twitter da mal was gepostet. Gesagt, schickt mal eure schönsten pinken Barbie-Häuser ein. Hab mir gedacht, muss ich doch mal versuchen. Ja, falls ich noch ein bisschen erkältet klingen sollte, liegt daran, dass ich erkältet bin. Aber streamfähig. Immer diese Amps. Lange nicht mehr aus gestreamt. Da dachte ich mir, nutzen wir das doch mal als Vorwand, um nochmal Hausflipper zu spielen. So, da haben wir unser Büro. Da muss auch mal wieder der Rasen gemäht werden. Hier, schaut euch nochmal an. Die Toilette haben wir auch hier, die haben wir schon im Büro pink gestaltet. Und es gibt eine kleine Neuerung. Man kann hier schlafen. In Betten schlafen. Nicht schlecht. Wir haben das Bürozimmer. Hübsch. So. Habe ich ein Haus hier, verbranntes Haus. Das habe ich mir mal gekauft. Dieses Haus braucht eine Renovierung. Es gab einen Brand, doch das Haus hat nicht sonderlich viel darunter gelitten. Den Zustand beurteile ich jetzt gut. Im Haus befinden sich zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Verflucht, verflucht, das Haus ist verflucht. Das waren die letzten Worte der Frau, die aus dem brennenden Haus gesprungen ist. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie selbst es in Brand gesteckt hatte. Aha. Jetzt gehen wir mal zum Haus. Dann renovieren wir heute mal das Haus. Erstmal muss das hier ausgemistet werden. Dann schauen wir mal, dass wir es am Ende hoffentlich verkaufen können. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Eine Hausrenovierung dauert eigentlich schon. Es dauert ein Weilchen. Erstmal hier aufräumen. Den Rasen müssen wir dann auch noch machen. Da muss erst mal drin sauber gemacht werden. Oh Gott. Wie war das nochmal? Wie machen wir hier nochmal das? Ein Flammenwerfer. So, kann man es verkauft werden. Kommode auch. Können die Wände dann auch raus? Weg mit dem Müll. Wir werden ja neue Möbel kaufen können. Hoffentlich habe ich das Geld noch dafür. Das könnte auch ein bisschen knapp werden.
Hauptquests gibt es nicht mehr, die haben wir abgearbeitet, die das Spiel zu bieten hatte. Oh je, machen wir die Tür auch gleich mal weg. Die Tür ist doch. Erstmal alles hier. Alles muss weg, was vorher da war. Vom Grund auf neu. Okay. Müssen wir eine neue Tür reinmachen? Jetzt haben wir keine Tür mehr. Kümmern wir uns später drum. Das erste Mal sauber machen. Den Boden, ich muss den Boden und die Wände auch neu machen. Das muss ja alles. Das wird ja alles neu. Auch in der Decke erstmal sauber machen. Lappen können wir gleich mal verkaufen. Stück für Stück sauber machen. Zum Glück haben wir hier die Markierung auf der Karte, wo noch Schmutz ist. Ein bisschen was sehen wir ja auch. Fenster wischen muss dann auch noch sein, falls wir nicht neu einbauen. Erstmal den ganzen Trick weg. So, wo ist der Weg? Hier ist noch ein Dreckfleck irgendwo. Muss doch hier alles sauber sein. Der Boden sieht ja scheußlich aus. Die Decke erst. Jetzt Brandschäden erstmal loswerden. Trickfick machen schon sieht viel sauberer aus. Groß kommen wir gerade leider nicht. Und hier stehen ist es weg. Dann kommt die wieder. Also ganz weg werden wir es wohl hier von innen nicht kriegen. So, das ist das Bad. Aber was mal neue Türen. Ich hoffe, das Geld reicht uns dafür. Und hier natürlich ein Pink. Das kostet schon sehr viel. Das ist die billigere. Alles im Pink natürlich. Oder ein Weiß.
Muss ja eher von draußen passieren. Müssen wir das Fenster erstmal. Das Fenster muss weg. Ich muss irgendwie raus. Können wir die Außenwand nicht einreißen? Deponiert. Dann machen wir hier eine kleine Tür rein. So eine. Ich hoffe, die können wir noch versetzen nachher. Ja, von außen sieht es sehr gut aus. Von innen, naja. Mal vielleicht mit Streichen und so weiter klären. Können wir die vielleicht auch von innen anbringen? Eine schöne Eingangstür. Ja, sehr schön. Noch ein Geländer draußen rum. Da muss da natürlich noch ein Fenster rein. Ein schönes pinkes. Alles wird heute pink. Garagentor. Wozu? Fenster. Ich kann das jetzt nicht tun, von wegen. Wie zumindest öffnbare Fenster. Fenster mit Läden. Ja. Wieso ich das jetzt nicht können? Kein Pink hier. So blöd. So, Fenster. Sorry. Fürs Husten. Ah, meine Husterei hier. Irgendwas Vernünftiges hier. Wenigstens in Weiß.
Oh, das ist ziemlich groß. Jetzt ist noch ein kleiner. Was ist denn gerade los? Fensterhaken. Wenn wir so eins haben, ist auch riesig. Können wir das hier versetzen? Wir könnten doch bestimmt mal. Also mir noch nicht, kannst du mir noch nicht erklären, dass da kein Fenster dran passt. Und dann gleich ein großes. Hier kriegen wir noch ein kleines hin. Wenn es auch nur so eins ist. Naja. Geht so. Lässt das Fenster dann wenigstens öffnen. Fenster, die man öffnen konnte. Die finde ich natürlich jetzt nicht. Wenigstens schön weiß. Sieht denn das aus? Bestimmt ein schöneres Fenster. So, mit Fensterläden wäre eigentlich nicht schlecht. Gibt es leider in unvernünftigen Farben nur. Ah ja. Brauchen wir auch noch. Das hatten wir gerade. Hell, hell, hell. Versuchen wir es mal. Naja. Sieht ja ziemlich räudig aus. Glaswände, wie wär's denn das?
Nee, da will ich schon Fenster irgendwie. Dann machen wir jetzt mal hier. Und das nicht ganz das ist. Manchen die Läden. Das bleibt dann von mir aus so. Wir müssen noch irgendwo Geld sparen. Hier kann aber noch ein neues hin. Ein großes Fenster, um die Welt zu begrüßen. Ich sollte doch zumindest hier ein Öffnungsfenster sein. Aber was soll's? Was ist denn heute los? Hat hier eine Fliege verschluckt, glaube ich, oder irgendwas? Irgendwas steckt hier im Hals. Jetzt müssen wir erstmal die Wände hübsch machen. Nur einen Punkt ausgeben. Wände. Okay, alphabetisch sind sie sortiert. Muss doch Pink irgendwie in der Nähe sein. Irgendwie nicht. Rosa Töne. So, Wände, Farben. Rosa. Das nehmen wir noch dazu. Und brauchen wir noch was Helleres. Farben. Rosa. Pastell, genau. Schmutziges Rosa nehmen wir nicht.
die Rose vielleicht, die indische Rose. Ich glaube, das sind erstmal Farben, die wir malen können. Ah ja, Türen nicht vergessen. Erstmal das Zimmer hier in dem Ton. Okay, Türen bauen wir, Türen. Weihnachtstür. Das sieht doch schön. Kitschig aus. Ach, Nummer 11, ne, der war nur kennt, nicht die Nummer 11. Noch mehr Pink dazu. So. Bauen wir die auch hier. Auch hier drinnen solche Türen. Die Badstür. Nimmt gar kein Licht hier. Bett haben wir auch noch nicht, da könnten wir schlafen. Geht bald zum Zweigen. Müssen wir mal gucken. Schönes Bett müsste es dringend sein. Nicht das. Jetzt wäre doch eigentlich muss. Naja. Doppelbett Lavendel. Hier ist ein Herzchenbett. Das wär's doch. Genauso. In der weißen Decke. Schlafzimmer groß.
muss natürlich umgedreht werden, dass man ja den Blick zur Welt zu wenig Platz. Skandalös. Gleich mal drin geschlafen. Brauchen wir so viel mehr Platz? Ist ja ein kleines Anfänger. Das Anfänger Barbie Haus. Das ist groß dafür, das geht nicht mehr gereicht. Von außen muss natürlich auch hübsch sein. Da sehe ich noch einen Flecken. Heizung. Und vielleicht ausbauen, braucht man ja nicht. Eine Puppe friert nicht. Frage, ob ich das leider weiß lasse oder nee, wird alles pink. Können wir den Helm tun. Genauso. Auch noch übergehen nach draußen. Den Schimmel einfach übermalen. So muss das. Das klappt auch nur ein Hausflipper. Nicht zu Hause nachmachen. Die Außenfassade muss natürlich auch noch gefärbt werden. Da brauchen wir noch einen zweiten. Einmal von der Farbe wahrscheinlich. Zumindest von innen ist das jetzt alles. Ich glaube, von draußen jetzt auch in dieser Farbe streichen. Und was erreichen kannst, dann kannst du. Wenn du etwas nicht erreichen kannst, kannst du eine kleine Leiter oder einen
Gerüsttypen verwenden. Ich weiß. Und dann kommen wir doch ran. Und das Dach zu bearbeiten müssten wir nochmal. Großartig. Der Mann ist hoffentlich noch nicht leer. Mal sehen, wen es von ihm gefällt, wer es nochmal mit kaufen will. Ich habe da schon so meinen Verdacht. Gibt der immer gleich alle. Das Friseur da oben aber. Wo ich dann wohl eine Leiter für. Reicht das noch? Nee, reicht nicht mehr wirklich. Auch nur eine Farbe. Ich hoffe, es war dieses hier. Nicht, dass wir einen Streif machen. So. Die Rutsche können wir wahrscheinlich nicht bauen. Das wird nichts. Nicht bei diesem kleinen Haus. Es wird hier ein bescheidenes Anfangs-Set-Haus. Wenn man so will. Jetzt habe ich das schon nach innen gestrichen. Gerüste.
Oha. Falls wir mal aufs Dach müssen, lassen wir es nochmal da. So, Schlafzimmer. Nehmen wir doch mal diese Farbe. Normalerweise würde man Schlafzimmer so ihren und Blautönen streichen. Ist jetzt doch sehr ein Rotton. Ich meine, es gibt natürlich Schlafzimmer, die in Rottönen gestaltet sind, aber das sind nicht zum Schlafen. Ich meine, wer weiß, was hier mit dem Bett nach zu urteilen. Wird hier wahrscheinlich auch weniger drin geschlafen. Dann machen wir erstmal diese Wand zu Ende. Die totale Pinkseuche wird es heute. Oh je. Muss gleich noch drüber streichen. Ich mache hier Sachen. Die Farbe hier. Shit. So die Farbe hier. In der Küche mache ich glaube ich eine Tapete hin. Dann nehme ich hier das Tapete dran. Hier müssen wir nochmal in dieser Farbe. Die Farben müssen wir nochmal verteilen. Immer viele verschiedene Linktüren hier haben. Durch die Räume hindurch. Thank you.
so, hier hat sich gerade irgendwie blockiert. Manchmal können wir hier stehen, nicht streichen. Ist doch wieder eine andere Farbe. Spiel bemerkt. Vom Türrahmen. Shoot. Das Bad kann fließen. Bete meine ich natürlich. Tapete im Bad, gute Idee. Okay. Machen wir noch eine Packung. Dann mal verkaufen. So. Und sie ist ein bisschen verfärbt, geklebt. So, Lampen. Lichter. Und was schönes Kitschiges. Hatten wir hier nicht. Hier Decken, Deckenlampen. Hier Scheinwerfer, natürlich muss das. Ein pinkes Licht natürlich. Das ist immer überall.
Stehlampen. Die ist aber klein. Was gibt's hier an Lampen? Süß. Nee, die haben wir ja erstmal. Küche brauchen wir. Sieht doch schon mal gut aus. So ein Mist. Ach Leute. Okay, 2 Meter steht hier, 2 Meter. Das passt doch alles nicht rein, oder? Doch, das passt rein. So ein Herz brauchen wir noch. Kücheninsel mit Herzplatte sieht doch gut aus. Okay. Kommt man jetzt so schlecht noch rein, aber es geht schick genug los. Und passend genug. Den Schrank noch ein bisschen anpassen. Nö. Jetzt bricht man da Bodenfliesen. Was haben wir denn hier? Lila Wirbel passt doch am besten hier rein.
Okay, bei den Paneelen vielleicht irgendwas. Oh je. Ja, das sieht schon gut aus. Was nehmen wir hier? Skadet. Hier wird ja Holz gedacht, aber. Ne, Holz als Fließen. Dann machen wir Weiß draus. So, dann ist die Boden hier auch. Ja, sieht zwar beige, aber können wir nehmen. Ist pink genug. Okay, hier müssen wir wohl nochmal streichen. Hoffentlich diese Farbe. Okay, dann geht's so weit ins Mobilar. Hier komme ich nicht durch. Muss man die Küche halt durch den Hinterhof betreten. So. Eine Dusche.
Ich brauche mal eindeutig eine Badewanne. So. Die haben wir doch den Blut. Waschbecken, Dusche. So machen wir das. Und dann hier. Na komm. Ich habe extra den Zustings angebracht. So. Als ob das hier nicht passt. Und wird es passend gemacht. Muss doch jetzt hier irgendwie gehen. Weil ich das hier. Oh je. Dann hier vielleicht. Als ob das nur so geht.
Kannst du eine Badewanne kaufen und hier montieren? Würde ich gern sehen. Ja. Brauchen wir hier gar nichts einreißen. Muss dann noch eine Tür hin. Na großartig. Und schön nicht die nicht hinausführt. So, vielleicht. So, das Bad wohl noch kleiner gemacht. Kaum zu fassen. Zum Glück haben wir das hier noch. Das war das Orangene hier. Ja, hier noch ein bisschen Platz. Okay, ein Waschbecken muss jetzt noch hier hin. Das wird spaßig.
Sekunden Zweifel als das. Ich würde da mal ins Waschbecken reinkommen, um es innerhalb festzuschrauben. Ist auch so ein Rätsel. Okay. Zu viel Lichtschalter. Ein Klo. Ah ja, wir müssen natürlich noch einen Spiegel hin. Eigentlich reicht ein großes rundes Loch mit einem Rahmen drum. So in etwa. Ich bin Vampir. Ich brauche nur noch die Tapete. Das war, glaube ich, die hier. Okay, das Bad sieht doch schon ganz hübsch aus. Heizung, wer braucht Heizung? Steckdosen, das braucht man allerdings. Also was können wir hier noch hinmachen? Der pinke Plüschhase natürlich hin. Etwas gruselig. Aber nur etwas. Hey, mein Haus kommt kein Kinder rein. Da fallen hier noch schon ein paar Kunden. Wie sieht's denn damit aus?
musste halt hier hin. Sehr wichtig natürlich. Mehr, mehr, sie sollen sehen, mit wem sie zu tun haben. Okay. Elektrische Ausrüstung, irgendwas noch. Dekoration. Brauchen wir sehr viel. Netzbild. Ja. Passt doch hier hin. Ein XL. Schade. Ein L. Ja. Was haben wir noch in Pink? Teppich rosa. So, hier für den Eingang, was tolles. Oder auch nicht. Pinkes Blümchen. Und ja, Spiegel müssen überall. Hier noch einer hin. Weil da noch nicht genügend sind. Möbel und Abzugshaube, das wäre nicht ganz falsch. Ein Sofa vielleicht noch. Was nehmen wir denn da? Das nicht.
auch nicht. Und wie sitzen wir, muss hier noch geben. Ein Sitzsack. Sessel. Verdammt. Dann noch ein Kaffeetischchen davor. Genauso muss das. Da muss auch noch ein Stuhl hin. Das ist ein ganz wackeliger Stuhl, auf dem keiner sitzen könnte. Helfen im Spiel. Ach, verdammt. Nur ein Grün. Ein Austausch starten fahren, okay. Kleines Tischchen. Tisch ist schon zu viel gesagt. So ein kleines Beistelltischchen brauchen wir hier. Couchtisch. Und ja, hier passen genau zwei Tassen drauf. Doch schon ganz richtig aus. Immer den Rasen abbrennen. Das Haus abfackeln. Das
deswegen sind wir doch hergekommen. Stoff für Flammenwerfer. Alles weg hier. Dann sieht es hier noch natürlich aus. Wahrscheinlich ist das dann so passiert. Haus abgefackelt, weil Flammenwerfer drin fürs Essen kochen nutzt. So. Umwelt mit dem Rasen. Müssen wir den Stück hier machen? Das weiß ich auch noch nicht. So, weg mit dem Rasen. Hier und hier. So, wir kommen. Die können wir so entfernen. Alles frei von Natur. Da habe ich noch was gesehen.
Amsterdam war das, glaube ich. Ich muss eben durch noch mal aufs Dach steigen. Hinpacken. Ist echt gar nicht so verkehrt. Dach noch irgendwas machen. Dann müssen wir jetzt nicht. Oha. Judy, sorry, ich habe dich jetzt erst gelesen. Ein paar Bitumen ausbauen, also ich sehe nur Vernichtung und Rasen, ganz genau. Ich wünsche Rasenmähen in Real Life wäre so cool. Gut, keine Pflanzen im Garten wäre peinlich. Das wäre ja unnatürlich, das wäre ja nicht die perfekte Welt. Das ein guter deutscher Garten, gemähte Rasen, den großen Grill. Jupp. Es war auch noch ein großes, so ein Schild hier vorne dran. Wandketten. Das passt ganz gut ins Schlafzimmer rein. Das hier. Den Pink natürlich. Das passt hier gut zu dem, was wir hier angestellt haben. Wenn wir noch eine Fetischhölle draus machen. das Fenster reigen. Genau so. Ja, ist bestimmt nichts. Ist bestimmt nichts los. Ist ein ganz wunderschönes, friedliches. Da kommen keine zweideutigen Gedanken bei auf. Perfect Life Barbie. So, das Dach. Wollen wir das Dach noch anpassen? Irgendwelche Verbesserungen noch. Survival. Und den von Juli noch. Ich kann hier mal durchlaufen. Die Küche, in die man nicht reinkommt. Muss mal durch die Hintertür. Hier der Grill. Die kitschige Küche. Hier war ein Bad. Sehr klein. Aber fein. Hier der Spiegel und ich bin ein Vampir. Ich liebe die Küche. Ja. Sieht so schön billig nach Plastikspielzeug aus. Finde ich, das passt perfekt. Sieht so wirklich, dass es. Perfect Plastic. Und hier rosa, hier das Schmink. Schminkkommode mit. Weil hier noch nicht genug Spiegel waren, mussten hier noch zwei hin. Hier zwei sehr unbequeme Sessel. Man hier nur so da sitzt und so. Auf dem viel zu kleinen Tisch, wo da wirklich nur. Da passen wirklich zwei kleine Tassen hin, mehr nicht. Das ist da. Der Herd, Küchenzelle sieht unironisch fast so aus wie Barbie-Spielzeug, das ich früher hatte, lol. Ja, das sieht halt wirklich, das sieht.
live in Plastik. Richtig Plastik aus. Das Licht ist hier natürlich alles pink. Irgendwo noch Schmuck. Dekoration, überhaupt mehr Dekoration. Stehende Deko. Noch eine Rose. Oh je. So gekritzelt. Damit ich noch weniger drauf passt. Ich weiß nicht, ob man hier die Dächer noch anpassen kann oder so, aber Großtiere, naja. Ist bei Erholung der Geduld drin. Wozu auch immer. Hier noch so eine Kiste. Das gehört nicht nach draußen. Dann kommt es halt hier hin. Das ist ein Mülleimer. Alles, was man zur Wohnung braucht, ein Grill. Hier ganz richtig. Mehr Lichter. Neon. Können wir das hier draußen dran machen? Eine große bedrohliche Schrift. Chill. So ist chillen, habe ich gesagt. Da passt's hin. Chill. Warum entspannst du dich nicht? Uhren. Aha. Hier draußen passt keine Uhr hin. Schade. Noch eine Schusswaffe. Nee, das verdirbt doch hier alles. Bänder. Kann man ein Stück trinken. Trinken ist wichtig. Deckendekoration. Ach ja, lange nicht mehr gesehen. Juli, wie war die Zeit, wo du weg warst? Hab dich ja fast einen Monat warst nicht mehr da. Das war ja. Ist ja. Ein Kamin. Wie, das wäre doch was. Passt nur uns wohin. Uni-Stress. Oh. Ja. Hast du überlebt? Hast du die Uni überstanden? Jetzt hast du Urlaub. Hast den Uni-Stress überlebt? Mein Lieb ist in der Uni. Mein Urlaub ist jetzt, ja, unfreiwillig ein bisschen verlängert worden. Ich bin noch immer im Stress, aber muss zumindest nicht nebenbei arbeiten.
gerade. Aha. Ja, das ist schon gut. Eine Wandleuchte. Es muss doch hier für draußen auch ein Leuchten geben. Anlässe. Die Valentinskarte. Passt hier auch noch hin. Was gibt's hier noch? Oh je. Küssen des WC. Mal hier noch aufs Bett legen. Valentinstag. Hier noch eine Pralinenpackung in Pink und Weiß. In der Küche liegen. Ein Küssen des WC, excuse me. Ja. Ja, Küssen des WC. Sieht so aus. Und da haben wir's. Sehr schön. Das müssen wir jetzt noch ins Bad bringen. Müssen wir das doch viel abreißen hier. Sehr schön. Passt sich genau rein hier. Joa, Dach werde ich jetzt nicht mehr machen. Kaufen wir das. Bisschen der Außendeko finde ich jetzt noch nicht schlecht. Weil ich am Außendeko noch irgendwas machen könnte. Das wäre nicht schlecht. Efeu hier draußen. Du, es geht. Pfand könnt ihr einziehen. Sofort, steht gleich zum Verkauf. Wunderhübsch. Noch ein bisschen mehr Pflanzen hier. Hier so dazwischen. So kriegen wir die Außendeko hin. Dass sie noch hinhängen, das wäre ein Traum. Können wir nur drinnen hinhängen? Vor das Fenster.
Nicht schlecht. Hier brauchst du noch ein bisschen Deko. Stehende Deko. Haben wir hier noch irgendwas? Wo ist der beste Vater-Trophäe? Schwarzkatze. Och, schade. Kann ich draußen hinstellen. Keine Hamster. Schade. Die Schwäne. Können wir hier hinstellen. Da steht es ein einsamer Blumentopf. Das blöde Fliege, die hier rumfliegt. Oha. Und das Schminkset. Zubehör, Kosmetik. Ich das zweite Schminkset daneben. Spezialobjekte. Schneiderpuppe. Sehr schön. In Muffin. So eine Metzruhe zu brauchen bei Kosmetik. Das Pinselset gehört natürlich dazu. Hobby. Das pinke Fahrrad, das muss noch umbringen. Das kann hier draußen stehen. Mal Licht an hier. Ah, hell.
So, Lippenstift natürlich in Pink. In Rot. In Violett. Oha. Gesichtscreme. Oh je. Das war hell. So, noch mehr Kosmetik. Super Kosmetik. Genau so. Mascara noch dazu. Darf nicht fehlen. Der Rouge-Pinsel. Immer auf Survival, ja, das gehört natürlich dazu hier. Das wird eine tolle Ausstattung. Da fühle ich mich doch geschmeichelt. So, hier Kosmetik. Ja, Shampoo müssen wir jetzt hier nicht, das kommt eher ins Bad. Noch ein Lippenstift hier. So, zack. Das darf natürlich nicht fehlen.
Haben wir hier noch was übersehen? Das sieht doch hier schon ziemlich gut aus, oder? Immer noch die Lipgloss. Können auch hier hin. So. Und die Körperlotion hier noch dazu steht. Fantastisch. Das, was man haben muss. Immer schlafen bis zum Morgen. Schlafen in Anführungszeichen. Ja, können wir hier gleich mit dem Rad durch die Stadt radeln. Würde ich doch sagen, kann man verkaufen oder nicht? Nochmal eine Tour durchs Haus. Hauptzimmer. Schild gefälligst. Die Küche, in die man nicht reinkommt. Die Ketten vom Schlafzimmerfenster sind schon sehr nice. Ja. Das ist natürlich der sehr eigenen Fantasie überlassen, was da passiert. Und hier das Schlafzimmer und den Knutschklo. Ja. Find Barbie Haus. Erfolgreich geschlossen. Mission geschafft. Kann man so lassen, oder? 10 von 10, ich würde einziehen. Na dann, verkaufen wir es mal. Warte, ich muss noch Screenshots machen, bevor es verkaufen. Schlafzimmer. Hinterm Haus. Die Küche. Hier das Bad. Fantastisch. Jetzt schauen wir mal, wer es haben will.
Du hast das Haus gekauft für 30.000. Das Grundstück hatte eine Fläche von 96.020 wahrscheinlich, nicht 1000. Okay, Anzahl der Zimmer 4. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 15.000. Die Arbeitszeit an diesem Haus beträgt 1 Stunde 58 Minuten. Aha, mal schauen. Wer will es kaufen? Dudenschwask, aha. Angebot für 36.000. Irgendwann was verkaufen. Auch wenn das vielleicht der billigere Preis ist. Schlechtere Preises. Aber da vielleicht. Und Giorgio, ich glaube, der sieht so, als könnte es gebrauchen, oder? Wir wollen was an Veronika verkaufen. Falls wir es können. Gibt es keinen Platz für meine Klamotten. Die kommen ja auch angeschwebt. Das ist aber richtig gut, ich lieb's. Die Sauna hat dann nicht mehr reingepasst. Genau ein Schlafzimmer ideal. Ich wollte hier keine Sachen für Kinder. Naja. Das ist dann Barbie-Haus verkehrt. Und die ist an zweiter Stelle. Wollen wir das machen? Lieber Veronika das geben. Geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen ans Oberste. Das ist eine Auktion, der am höchsten ist. Aber da verhandeln wir noch mal. Verhandlung. Mein Gewinn 5.000, da muss noch ein bisschen. Schlag nochmal 5.000 oben drauf, dann sind wir hier. Ist doch ein sehr gutes Haus. Ist für mich akzeptabel. Oh, da hätten wir mehr machen sollen. Alles klar. Dann nehmen wir das. Ist dein Geld wert? Käse montieren geht über alles. Wertschätzen alle deine Gunst nicht. Tja, dann haben sie es auch nicht verdient. Ich muss mich nicht waschen. Das Zitat da unten. Tja, und ich habe mal mein Büro. Das haben wir ja schon. Das haben wir ja mehrere Streams über. Das haben wir ja lange eingerichtet. Wir haben ja wirklich über mehrere Monate lang jeden Sonntag Rostlooper gespielt. Da ist ja hier einiges entstanden. Hier das Büro. Oh, hier ist falsches Logo noch drin. Ihr seht, dass das schon ein bisschen her ist. Hübsche Flaggen, die ich aufgehängt habe. Natürlich eine schöne Stehflagge. Gaming-PC. 10 outside the box. Den Fernseher. Das pinke Klo. Hier geht's raus. Hier das Wartezimmer. Ganz schön gestaltet. Call your drink.
das Schlafzimmer. Schick, schick. Die kommst du noch besser jetzt runter in den Bunker. Hier ist so ein bisschen Prepper-Zeug, hier müssen das für den Notfall, ob genug Waffen da sind, für die Zombie-Apokalypse. Essen hier überall, Gas, hier Nahrung verstaut. Hier geht's in den Bunker rein, muss man sich erstmal abduschen, Chemikalien abduschen und draußen. Hier einmal klingeln. Kann man hier die Tür aufmachen, dass man hier auch im unterirdischen Bunker. Kann man hier auch noch Fernsehen gucken. Ist auch noch Konsole. Die unterirdische Bunkerwohnung. Survival Room auch sehr wichtig. Auch noch mit Dusche. Mal abduschen. Hier geht es nochmal ins Schlaf. Hier muss noch ein Schlafzimmer hin. Ein Arcade-Automat. Jetzt raus an die Freiheit. Wenn dann die Krise überstanden ist. Okay, ich komme da gerade nicht raus. Autsch. Da müsste ich mir auch mal wieder ein bisschen Rasen brennen. Aber wenn ich damit jetzt hier anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Ja, hier sitzt man dann so. Dann hier zum Kunden. Was wollen Sie denn? Lassen Sie mal kurz gucken. Ja, hübsch. Den W20 Würfel als Deckenlampe. Wir haben wirklich hier ein schönes Bergesbild. Haben wir mehrere Streams für verbracht. Gut, jetzt würde ich auch mal sagen, auf uns Hauptmenü. So speichern und beenden.